Danke für die ganzen Likes, Leute. Grüße aus Nürnberg. Nürnberg, da bin ich heute echt angepisst von. So. Also Leute, heute werde ich mal irgendwas an meinem PC machen, wobei ich jetzt schon den Großteil gemacht habe. Und zwar bin ich ein bisschen angepisst gerade, finde ich gut. Ich auch. Ich bin gerade ein bisschen angepisst, weil ich den ganzen Tag auf meine Teile für den Rechner gewartet habe, aufs Mainboard und auf die CPU. Arbeitsspeicher ist mittlerweile auch bestellt. Fehlt also nur noch der Arbeitsspeicher. Sollte man meinen, allerdings kam heute die CPU und die Grafik, die CPU und der Ding nicht an. Die CPU und der, ich habe den Namen vergessen. Die CPU und das Mainboard kam heute nicht an, was ein bisschen ärgerlich ist. Was jetzt schon eingebaut ist in den Rechner. Was jetzt schon eingebaut ist in den Rechner ist das Netzteil. Das sollte eigentlich noch funktionieren. Das ist ein altes Netzteil von mir aus einem alten Rechner. Das habe ich noch zufällig gehabt. Ja, es ist eigentlich ganz ordentlich. Hat 700 Watt. Weiß nicht, ob man es überhaupt erkennt. 700 Watt, hier steht's. So. Meine Festplatte ist schon eingebaut. Da warte ich jetzt nur noch drauf, wie gesagt, dass der Rest soweit funktioniert. Dann Lüfter. Der Lüfter wird im Moment ausgebaut. Das hier ist der Kühler. Den Lüfter kann ich schon mal einbauen. Den anderen, ich weiß noch nicht, den da will ich eventuell oben hinschrauben, dass der dann hier oben dran kommt. Weiß ich aber noch nicht, das muss ich noch überlegen. Was auch schon eingebaut ist, ist das Laufwerk, das CD-Laufwerk. Ist auch schon eingebaut. Das ist ganz cool hier, das ist mit so einem Clip befestigt. Also es ist auch schon dran. Ja, also fehlt nur noch der Arbeitsspeicher, die Grafikkarte, das Mainboard, nee, doch Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Mainboard und natürlich die CPU. Den Kühler habe ich, wie gesagt, neben mir stehen, ne? Und ja, könnte ich jetzt eigentlich schon soweit zusammenbauen, nur den Arbeitsspeicher müsste ich noch neu klipsen. Ist aber leider das Problem, dass es nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil ich eben den Arbeitsspeicher noch nicht habe. Nicht den Arbeitsspeicher, das Mainboard und die CPU. Dann hätte ich den Rechner heute soweit fertig machen können. Morgen wäre der Arbeitsspeicher geliefert worden. Auf der anderen Seite wird morgen dann alles auf einmal geliefert. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann morgen schon zum Laufen bringe, weil ich bin ein bisschen unschlüssig, was den Lüfter angeht, also den Kühler. Ob ich das alleine hinkriege, weiß ich noch nicht. Das muss ich mal gucken. Ansonsten muss ich mal schauen wegen dem Mainboard. Da bin ich auch immer sehr vorsichtig mit dem Reinbauen. Hallo Rainer, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, danke der Nachfrage.
Mit Glück kommt's morgen. Ja, mit Glück. Ändert aber nichts. Es wird wahrscheinlich trotzdem bis zum Wochenende dauern, weil ich einen Kumpel für das Mainboard möchte, dass der mir hilft, weil ich bei den Mainboards immer das Problem habe, dass ich die Schrauben zu fest anziehe und dann habe ich zwei Trümmer in der Hand. Und das ist halt ein bisschen ein Problem. Entweder sind sie zu locker oder sind sie zu fest. Irgendwie kriege ich da keinen Mittelweg raus. So, auf jeden Fall ist das, wie gesagt, schon alles eingebaut. Soweit. Jetzt werde ich hergehen und werde den Lüfter mal ausbauen, der schon eingebaut ist, weil ich den Lüfter vom Ding verwenden möchte für den Kühler. So. Hey, wo ist die andere Schraube? Darf ich auf keinen Fall verlieren. So. ESD-Schutz hat Rainer nicht erfunden. Haha. ESD-Schutz? Was für ein ESD-Schutz? Was ist ein ESD-Schutz? Was sollte dazu sagen? Das ist auch der erste Rechner, den ich zusammenbaue seit 2011 ungefähr. Gut, das wäre der eine Lüfter. Das ist der alte Lüfter jetzt, den ich jetzt ausgebaut habe. So. Genau, so sieht der neue Lüfter, also die neue Kühlung aus. Ist ziemlich geiles Teil. Das ist eine. Das ist eine Wasserlüftung, eine Wasserkühlung. Ist aber, es ist eine teilweise Wasserluftkühlung. Ich weiß auch nicht genau, wie das genau bezeichnet wird, das Teil. Keine Ahnung. Okay. Von der Größe her der gleiche. Wie schaut's denn hier aus? Ist auf dem ersten Blick eigentlich der gleiche. Ja. Aber ich vermute mal, der läuft ein bisschen leiser hier. Ich weiß es nicht. So. Die Kühlung machen wir erst rein, wenn es soweit ist. Erstmal geh weg. Okay. Finde es immer lustig, dass Leute mir behaupten, ich bin kein Metaler und dann eine der größten und geilsten Metal-Bands damit beleidigen, indem sie sagen, das ist Techno, um mich zu ärgern. Und damit gleichzeitig den Metal so derbe beleidigen, das ist unglaublich. Hi Rainer, Servus Benedikt. So, jetzt sind alle Schrauben mal dran. Jetzt muss ich nur noch mit ein bisschen Kraft und ein bisschen
Fingerspitzengefühl das Ganze festmachen. Ich muss mal schauen, ob ich einen anderen Schraubenzieher finde. Bin gleich wieder da. Der hier wird zu groß sein. Ah, ne, da geht's sogar. So, wenn ihr euch übrigens fragt, ja, meine Frisur sieht geil aus, wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich mich so schwer tue, die reinzuschrauben, liegt nicht daran, dass ich keine Kraft habe, sondern liegt daran, dass ich hier auf dem Finger, auf der Hand, diese zwei Verletzungen habe, was extrem schwierig ist, wenn der Schraubenzieher genau da reindrückt, wo es weh tut. Das ist nämlich echt unangenehm. So, ja, jedenfalls ist es jetzt festgebaut. Das sollte erstmal hinhauen. Perfekt. Gut, ich hoffe nur. Ja, aber gut, da habe ich überall Platz. Das sollte hinhauen. Gut, 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 gut. Damit bin ich eigentlich soweit schon fertig. Ich habe übrigens gedacht, mit dem Schraubenzieher geht es einfacher als mit dem Messer. Weil mit dem Messer ist es auch unangenehm wie Sau, wenn es da rein drückt. Deswegen habe ich das vom Ding auf dem Messer gewechselt. So. Jetzt schraube ich mal die andere Seite auf, denn ich kann ja auch gleich mal Kabelverlegung machen. So. Bin mir noch unsicher, ob ich den anderen Lüfter oben anbauen soll. Theoretisch gesehen wäre es nicht schlecht. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie laut der ist. Naja, wohl. Ich meine, gut, am Anfang sind sie alle leise, ne? Wie auch immer. So. Nimm beide Lüfter. Mit dem Hammer draufschlagen. Was? Hast du heute dann denn da an der Hand gemacht? Das war nicht heute, das war gestern. Und das mit Hater in den Stacheldraht drücken ist gar nicht so verkehrt gewesen. Obwohl ich niemanden in den Stacheldraht gedrückt habe. Aber es ist schon wieder mal eine Verletzung, die ich wegen Hatern habe. So. Bisschen nervig an dem Gehäuse hier ist. Das hier ist die Festplatte und das ist die Rückseite vom Gehäuse. Ne?
Und das Nervige daran ist jetzt, dass die Festplatte nicht nach vorne angeschlossen wird, sondern nach hinten. Das heißt, ich muss die hier anschließen. Was ein bisschen nervig ist, weil ich muss jetzt hier die Kabel durchpfriemeln, was nicht so schwer ist, weil es ziemlich Platz ist. Aber ist trotzdem eine nervige Angelegenheit. Jetzt muss ich erst mal gucken, welches Kabel ich dafür brauche. So, mal sehen. Das hier wäre nicht schlecht für die Festplatte. Und das hier wäre nicht schlecht. So, erstmal den ganzen Kabelbaum nach draußen filmen. So. Das hier ist das Mainboard. Das hier ist auch das Mainboard. Das hier müsste. Was ist das? Sagt mir gerade nichts. Das hier ist Grafikkarte. Genau, das hier ist ebenfalls Grafikkarte. Was ist denn das hier? Irgendein alter Anschluss, kein Plan warum. Okay, eins davon ist Festplatte und eins davon ist das hier oben. Wobei mir gerade auffällt. Nee, das wäre egal. Oder? Nope, das wäre egal. Also im Prinzip ist es egal. Das hier ist höher. Das hier ist kürzer. Oder? Oder ist das bisschen zusammengeschraubt? Was ist das hier? Ist noch so ein Kabel. Hab ein pure Base 600, kein Vergleich zu einem 30 € Gehäuse. Das ist kein 30 € Gehäuse. Alter. Das ist doch kein 30 € Gehäuse, Alter. Kannst du mir gar nicht nochmal sagen, dass es das ein 30 € Gehäuse ist, dann kennst du dich aber nicht aus, Alter. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich es mittlerweile schon fast 2 Jahre habe, ne? Ich überlege jetzt bloß, ob ich den kurzen oder den langen unten hin mache. Der kurze wäre sinnvoller, wenn er unten ist. Einfach mal so aus Spontanität heraus. Thermator, gute Wahl. Dass das Kabel Zeug hinten durch muss, gehört so. Nee, bei meinem anderen Gehäuse, ist aber ein älterer Rechner, muss man dazu sagen, ist das hier direkt dran gebaut. Ne? Also dann ist es nicht so reingebaut, sondern so. Das ist halt so, dass es hier komplett runter geht und nicht so mittendrin rein. Deswegen, genau. Dankeschön, Hammerkerl, für die ganzen Likes, die ganzen Barren, für die ganze Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Haut ja wieder voll aus, dieser Wahnsinnige. So, ich nehme den kurzen und baue den nach hinten. So, das war's erstmal. Habe gar keine Nachricht bekommen, dass es stimmt. Okay, da kann ich nichts dafür, musste mit Juno klären. Ist also so gedacht, dass du die Luft anständig zirkuliert. Also gut. Frage mich nur gerade, ob das sinnvoll ist, das so. Ach, wahr. Deswegen ist es so komisch verwirrend gewesen. Das hier gehört da gar nicht rein, das Kabel. Das ist bloß so mit reingebaut worden. Jetzt habe ich da wieder keinen Clipser da.
muss ich dann mal rausschneiden. Das hier brauche ich nämlich gar nicht. Ich denke mir die ganze Zeit, das ist doch irgendwie verwirrend. Das brauche ich doch gar nicht, das Kabel. Muss ich dann nachher kurz einen Clipser holen. Okay. So, Grafikkarte ist zumindest am Strom eingestöpselt. Mag ein bisschen planlos wirken, was ich da mache, aber ich denke gerade den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt durch. Dafür gibt es nochmal einen Verbindungsstück, wo beide Sachen dann an deinem Modul sind. Ich weiß gar nicht, wovon du überhaupt redest, weil ich gar nicht auf das achte, was ihr sagt. Stromanschluss für SSD ist wie ich meine, oder? Das ist der gleiche Anschluss wie bei der normalen, nehme ich an, oder? Jedenfalls ist die jetzt nach hinten rausgesteckt. So, jetzt muss ich den Clipser schnell holen. Dann hole ich mir auch gleich eine Schachtel Kippen. Dann nehme ich euch gleich mal mit, wenn wir schon dabei sind. Auf jeden Fall richtig ärgerlich. Ich hätte jetzt meinen Rechner so schön machen können, alles fertig bauen und alles. Nur das Mainboard hätte ich mit dem Kumpel noch reinschrauben müssen, weil ich, wie gesagt, da bin ich zu vorsichtig, weil da habe ich schon mal eins kaputt gemacht natürlich, weil ich wieder mal zu fest, erst war es zu locker, dann war es funktioniert nicht. Nervig. Gut. Damit wird der Strang hier weg, weil den brauchen wir nicht. Steht gar nicht, wann der da dran ist. Weg damit! So. Damit wird das erledigt. Okay. Na also, jetzt sieht es doch schon viel vernünftiger aus. Das ist die Ding oben. Das ist das, okay. Ich habe doch vorhin gedacht, ich habe da gesehen. Genau, wusste ich doch. Das ist ein Kabelbinder dabei. Oh yeah. So, kann ich den Kabelbinder wieder befestigen? Alter, was ist das für ein Kabelbinder? Ob der hält? Ich glaube es ja noch nicht. So. Gut. Schlafdünner Kabelbinder. Okay, das wäre also das. Das hier wird dann später die Grafikkarte. Nee. Das ist die Grafikkarte. Obwohl es eigentlich egal ist, ist alles dasselbe. Also die beiden hier auf jeden Fall. Gut. Tut mir leid, das ist wieder, war wieder mein Handy. Um 17 Uhr habe ich vor ein paar Tagen einen Termin gehabt. Da war mein Kalender, da war mein Termin eingetragen. Deswegen hat mein Handy gepiepst und das Problem beim Stream auf Juno ist, da kackt der Stream immer ab. Dankeschön, Benetik. 1000 Barren, ihr Wahnsinnigen. Vielen, vielen lieben Dank. Tut mir auch wirklich leid, das ist natürlich Hammer rausgeflogen. Tut mir leid, das ist keine Absicht gewesen. So. Das hier war die Grafikkarte. Genau, weil es da verbogen ist nämlich. Ja,
Dann können wir das eigentlich so spaßhalber schon mal da oben anschließen. Wird wahrscheinlich noch mal rausgezogen werden, bevor die, wenn das Mainboard eingebaut wird. Moment. Ach. Hä? Ah, doch, okay, aber das ist falsch drin. So. Okay, damit hätten wir das. Ich überlege bloß immer noch gerade, ob ich das nach oben anschließen soll. Ich habe den PC vorhin mehrfach gezeigt. Außerdem finde ich, es ist sinnvoller, wenn ich ihn zeige, wenn er fertig ist. Nicht während ich noch am drum rumwerken bin. Ist aber nur meine Idee. Und fertig wird er heute eh nicht, weil ich kein Mainboard, keine CPU und keine Ding habe. Deswegen wurde er eh nicht fertig. Drache, es ist eigentlich dein Lieblingsdrache. Wer? Ich habe keine Lieblingsdraches, Leute. Ich ziehe niemanden einem anderen Menschen vor. Würde ich niemals machen. Das ist absolut nicht mein Stil. Einmal der. Die Frage, ob die überhaupt passen. Wartet mal, das ist Blödsinn, was ich da gerade mache. Das sind die falschen Schrauben. Kommt mir doch gerade, da stimmt was nicht. Fnatic ist Nummer 1 Supporterin. Heißt nicht, dass sie die Nummer 1 meiner Drachis ist, weil ich gebe niemandem anderen Vorrang. Das habe ich aber gerade erst vor 2 Sekunden gesagt. Ihr solltet vielleicht mal lernen zuzuhören. AMD, AM4, Kabel drinnen? Nö. Ich habe gar keine Schrauben für die anderen, für den anderen Lüfter. Ah, doch, hab ich. Hab ich. Kommando zurück, vergesst das. Hab ich. Alles kann ich auch nicht. Ich bin auch nicht sonderlich begabt mit dem Zeug. Also ich würde eigentlich auch alles kaputt machen, aber es gibt ein paar Sachen, die ich halt kann. Mainboard zum Beispiel habe ich extrem Schiss davor, es einzubauen. Wenn das Mainboard eingebaut ist, kann ich den Rechner komplett zusammenbauen. Das ist überhaupt kein Problem, auch anschließen und alles. Und der funktioniert im Normalfall auch. Normalfall deswegen, weil es bin ich, der anschließt. Deswegen funktioniert beim ersten Mal 100% nicht. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich es falsch mache, sondern einfach damit, dass es einfach ich war, der es zusammengebaut hat. Dann sagt der Rechner, nö, du nicht. Zumindest nicht das erste Mal. Wie auch immer. Jedenfalls. Oh. Ganz schön ungeil, dieses Kabel. So, dann
würde ich sagen. Müssen wir erstmal gucken. Aber du kannst einen ganzen PC zusammenbauen, das ist doch eine Leistung, finde ich eigentlich nicht. Wie gesagt, das Einzige, was ich nicht kann oder was ich 100% falsch mache, ist das Mainboard. So, das ist der nächste Lüfter. Gut, dann hoffe ich, dass es alles funktioniert. Fehlt nur noch morgen das Mainboard und die das Mainboard, der Arbeitsspeicher und die CPU. Und dann kann ich ihn fertig einbauen. Bin gespannt. Schlimmer kann es nicht werden. Läuft jetzt ja auch nicht. Der Rechner ist noch nie gelaufen. Das ist ein komplett neuer Rechner. Nur die Festplatte und der Lüfter ist aus dem alten Rechner und die Grafikkarte, wenn sie drinnen ist. Das Netzteil ist ein altes Netzteil von mir. Das habe ich schon ewig da rumfliegen. Ich weiß gar nicht, wovon das war. Und und dann gibt's noch das. Nee, das war's. Der Rest ist neu. Das Gehäuse ist neu. Das Gehäuse ist neu. Der Ding ist neu. Der, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Das Gehäuse ist neu. Der Arbeitsspeicher, die CPU und das Mainboard. Dann, und der Kühler, den habe ich aber schon da. Hier. Und wenn ich das dann habe, dann ist der Arbeitsspeicher, Quatsch, die Grafikkarte, die Grafikkarte, die Festplatte und der CD-Laufwerk ist aus dem alten Rechner. Und das Mainboard ist aus meinem ganz alten Rechner. Das ist noch ein Silverstone. Das ist nochmal richtig altes. Das nervt mich schon ewig. Das verwirrt mich immer bloß. So. Ja, und das war's dann eigentlich auch. So. Gut, den Lüfter kann ich erst morgen einbauen, wenn die Grafikkarte, wenn die CPU und das Mainboard da ist. Die Grafikkarte kann ich auch erst morgen einbauen. Und der Arbeitsspeicher auch erst, den habe ich auch noch nicht. Und das ist die Grafikkarte, ja. Was für ein Prozessor kommt rein? Ich habe die Liste immer noch nicht aufgeschrieben. Das werdet ihr morgen oder übermorgen erfahren, wenn ihr, wenn es angekommen ist. Leute, das ist ein 700 Watt Netzteil. Das sollte reichen.
Weiß ich nicht auswendig. Ich glaube AMD, bin mir aber nicht sicher. Also es ist ein 700 Watt Netzteil, das sollte reichen. Keine Antwort hast, keine Ahnung. Oder die Liste ist zu weit entfernt. Die Liste ist auf meinem Handy, so wie schon die ganzen letzten zwei anderen Streams. Und wie ich schon sagte, ich kann auf meinem Handy nicht nachschauen, weil selbst wenn mein Wecker nur anspringt und ich den Wecker ausschalte und das nur einen kurzen Moment den Bildschirm auf dem Handy wechselt, der Rechner, das Handy den Stream beendet. Deswegen ist mein Handy auch ausgeschaltet, beziehungsweise alles deaktiviert bis auf den Stream normalerweise. Das vorhin war ein Versehen. Würde ich jetzt nachschauen, würde der Stream abkacken und das wollte er mit Sicherheit nicht. Kann man eigentlich noch in den Pool gehen? Ich weiß es nicht, die nächsten 2 Tage soll es noch 28 bis 30 Grad kriegen. Wenn das Wetter so bleibt, vielleicht noch ein, zwei Mal und dann der wird eh jetzt am Ende der Woche, denke ich, werde ich den Pool wieder ausmachen, leer machen und wegpacken. Aber du hättest ja, was, aber du hattest ja gestern noch den Stream schauen können. Was? Oder? Die Fragen waren ja gestern die gleichen. Ja, hätte ich gekonnt, wenn ich dran gedacht hätte. Habe ich aber nicht. Außerdem habe ich gedacht, dass ich den bis heute ja hätte, was ja eigentlich auch geplant war. Aber der TBD-Fahrer oder DBT-Fahrer, TDPT, TB, DBT. Nee, DPT. Ist ja auch egal, ihr wisst, dass ich meine, DBD-Fahrer ist, hat heute mein Paket nicht dabei gehabt. Richtig dumm. Boah, hat mich das aufgeregt, ey. Habe ich vorhin extra angerufen. DPD, genau. Richtig. Warum habe ich gerade so schwer getan, das auszusprechen, verstehe ich auch nicht. Was für eine Grafikkarte willst du einbauen? Ich baue im Moment meine alte AMD rein, die ich im Haus noch habe, weil die funktioniert mit dem Rechner, die bremst den Rechner ein bisschen aus, aber die funktioniert laut meinem Kumpel. Und dann kann ich die erst einmal benutzen und dann nächsten Monat werde ich mir, denke ich, die neue Grafikkarte zulegen und dann sollte der Rechner eigentlich einiges reißen können. So, da fällt mir eigentlich kein endlich mal noch den Heck, kann ich noch mal zumachen. Halt schon. So, damit ist auch das Heck schon mal zu. Wenn er dich spannt, die neue Kraka. Das kannst du knicken. Er hat er. Was hat er? RTX 2080 Ti ist Bombe. Das kann sein. Ich habe ja eine, die ich will. Die kostet 3000, die kostet 3000. Die kostet 650 ungefähr. Wenn sie gerade im Angebot ist. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt, auswendig. Ich habe nicht erzählt, dass ich eine Graka bestellt habe oder gesagt habe oder will. Weil es würde nämlich einer Lüge entsprechen und das habe ich nicht gesagt, mit Sicherheit nicht. Ich sagte gestern schon das Gleiche, was ich heute auch sage. Ich weiß nicht auswendig, welche ich habe. Ich habe nur gesagt, dass sie 350 Euro ungefähr kostet. So viel weiß ich. Drache, was würdest du tun, wenn jetzt Leute Wasserbomben werfen? Wenn Leute Wasserbomben werfen, was soll ich da groß machen? Ich hau noch auf die Fresse. Macht nichts, Hauptsache zufrieden. Warte, ich suche die Stelle mal raus. Ja, mach das. Ich habe irgendwo eine Frage wegen einer Graka beantwortet. Ja, das habe ich getan. Ich selbst habe aber nicht gesagt, dass es irgendeine Graka ist. Ich sagte, ich glaube, es ist eine Nvidia. Von der Graka habe ich mit Sicherheit nichts gesagt.
Und ich sagte auch, dass ich keine Ahnung habe vom Zusammenstellen von PCs. Ich kann sie zusammenbauen, ich kann sie anschließen und ich kann sie benutzen. Aber ich habe keinerlei Ahnung von der Software, die zusammenpasst und nicht zusammenpasst. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ding hätte ich noch gerne. Eine SSD hätte ich noch gerne. Und die Grafikkarte. Und je nachdem, was ich diesen Monat noch verdiene, kann ich nächsten Monat mal schauen. Kann ich nächsten Monat mal schauen, was jetzt damit rauskommt. Bin mal gespannt. Was ich auf jeden Fall noch interessant finde, ist wo ich auch noch ein bisschen Schiss habe, weil das habe ich noch nie eingebaut, sowas. Also sowas in dem Sinne. Das ist das hier. Das hier ist nämlich meine Kühlung. Sieht ein bisschen aus wie vom Auto. Das ist eine Wasserkühlung nämlich. Das hier wird hinten eingebaut und das hier kommt irgendwie so auf die CPU drauf. Dafür sind ja auch extra so Verteiler da, die dann irgendwie das Ganze noch halten sollen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Also das wird die Kühlung quasi sein. Ich bin echt mal gespannt, wie das aussehen wird. Bin echt mal gespannt, wie das aussehen wird, wenn das fertig ist. So gut. Das ist auf jeden Fall echt interessant. Also es wird hier. So, Moment. Also, hier ist der Lüfter. Und das hier kommt quasi so. Na. Das kommt quasi so auf den Lüfter drauf. Na? Diese blöde Seitenverschiebung immer bei Juno nervt. Also hier ist der Lüfter und hier kommt es so drauf. Und die CPU sitzt ungefähr hier in der Mitte und da kommt dann quasi das Teil drauf. Das ist voll komisch, das Teil. Und das passiert, wenn das Wasser einmal warm ist. Dann brennt die CPU durch und du hast eine Arschkarte. Das ist keine Wasserkühlung, Leute. Das ist eine Air-Water-Kühlung, oder wie? Warte, wie heißt das Ding? Das ist eine Hydro-Series. Das ist eine Hydro-Kühlung. Das ist wie beim Auto anscheinend. Zumindest sieht es ein bisschen so aus. Also, das ist, wie gesagt, das kommt hinten dran, das kommt auf die CPU drauf und das ist dann so eingebaut quasi. Also, so. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das aussehen wird, wenn das fertig ist. Nein, ich meinte, das hier ist wie beim Auto. Ist eine Wasserkühlung. Ist keine richtige Wasserkühlung. Eine richtige Wasserkühlung schaut anders aus. Wird wie beim Auto durch die Rotierung wieder abgekühlt. Genau, richtig. Weil hinten ist ja der Lüfter. Also hier ist ja der Lüfter, der dreht sich. Ach, der dreht sich und kühlt damit das Teil hier ab. Und dann durch die Leitungen fließt das Wasser hier hin. Und das hier kühlt dann quasi die CPU runter. Und das Wasser fließt dann durch den zweiten Schlauch wieder zurück. Hier wird es gekühlt, fließt dann durch den einen Schlauch da rein. Das hier kühlt die CPU und fließt durch den anderen Schlauch wieder zurück. Genau. Irgendwie habe ich ein Problem mit dieser Spiegelung. Das nervt irgendwie gerade. Jedenfalls ist das so im Moment die Situation. Wenn ihr jetzt nicht aufhört zu haten, fliegt ihr raus, Leute. Ja, euer ganzes Kindergarten-Gehate, ich verstehe nicht, warum ihr das nötig habt. Müsst ihr echt 5 Euro im Monat raushauen, um irgendeinen Blödsinn zu machen? Also im Ernst, ey. Bulli, Dankeschön. Genau das denke ich mir nämlich auch gerade die ganze Zeit. So. Das ist total unnötig, ey.
kenne mich damit überhaupt nicht aus. Du bist Abonnent wie jeder andere, du machst aber hier nur Blödsinn im Gegensatz zu den anderen. Und wenn du dich nicht benimmst, das ist scheißegal, ob du ein Abonnent bist oder nicht, Michael wird sich benommen. Das erwarte ich auch von meinen Abonnenten. Ja, das ist Schwipschwapp-Light. Ich sauf nur Light. Ich habe seit bestimmt einem Jahr nichts anderes getrunken als Light. Leute, hier wird niemand beleidigt, auch keine Leute, die hier rumtrollen. Wie auch immer. Jedenfalls ist es soweit alles einmal fertig. Wenn jetzt noch das Mainboard da wäre, vielleicht hätte ich mich sogar dran versucht, das mal einzubauen. Obwohl, es ist mir schon fast zu gefährlich mit dem Mainboard. Werde ich morgen mal sehen, wie es ausgeht. Und dann schauen wir mal. Sollte auf jeden Fall bald soweit sein. Und das Schöne ist, wenn der Rechner angeschlossen ist und wenn der Rechner richtig funktioniert, habe ich auch einen schönen Rechner fürs Let's Plays, für Let's Plays aufnehmen. Und dann kommen wahrscheinlich auch mal ein bisschen bessere Spiele, weil, oder ein bisschen neuere Spiele. Ich hoffe, dass die morgen wirklich kommen, ja. Je nachdem, wie mein Kumpel Zeit hat, werden wir es dann morgen oder nächste Woche hoffentlich schaffen. Und ja. Also entweder ich mache das mit dem PC zusammenbauen morgen tatsächlich oder halt dann am Wochenende, je nachdem, wie ich das hinkriege oder mein Kumpel Zeit hat. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen schaut's gut aus. Finde ich gut, habe ich heute schon was geschafft. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ach ja. So. Sehr schön. Bin ich ein kleines bisschen stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Schön das Heck schließen. Das Heck? Nicht das Heck. Die Seite habe ich geschlossen. So. Und das Geile ist halt, der ist auch gar nicht groß, der Rechner. Ne? Also das ist meine Hand. Eins, zwei, drei. Scheiß Spiegelung da. Vier. Der ist nicht einmal vier Hände hoch. Neue Maßeinheit, vier Hände hoch. Also der ist wirklich nicht groß. Der andere Rechner ist locker, naja, mindestens eine Hand höher und fast zwei Hände breiter. Also nicht so, sondern so breiter. So, quasi so. Ist echt ein cooler Rechner. Also freue ich mich echt drauf, wenn der fertig ist. Also quasi 4 Zoll. Ich weiß nicht, ob meine Hand 1 Zoll ist. Keine Ahnung. Eine englische Hand, 1 Zoll, glaube ich. Eine englische Hand, naja. Kann dann mal erwarten, wenn man da gehen muss. Schauen wir mal, ob das englische Hand ist. War nur Spaß, gell, ne, dass du jetzt so ernst nimmst. Nee, weiß nicht, ob meine Hand da so einer englischen Hand passt. Von mir auf die Let's Play. Du willst ein Let's Play? Wie geht's? Also auf Let's Play stehe ich gar nicht. Playen kann ich auch ohne Let's Play.
Bitte nicht. Beth. Achso, warte schon mal. Wie gesagt, das macht nur Spaß, ne, dass du das ernst nimmst. Das sollte nur ein Witz sein, wegen der großen Hand. Psst. Krank Fanboy, Dankeschön. Ach, das ist ein Gronk Fanboy. Gronk Fanboy, Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis und Quatsch. Vielen lieben Dank für die 1000 Barren und vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Sorry, blöde Autokorrektur. Achso. Wisst ihr, was mich ärgert? Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich habe mich irgendwo übers Handy mal angemeldet. Ja? Und bei meinem Anmeldenamen hat sich Autokorrektur eingeschalten. Boah, hat mich das aufgeregt. Hat es meinen Namen komplett verkackt. Habe dir an deine Pinwand geschrieben, liegt an meiner Unwissenheit. Was? Achso, das war Benedikt. Hast du nur für die Bitbox garantiert? Auf jeden Fall nicht. Jetzt ist Benedikt nur noch Nummer 2. Beth? Hä, wer soll sie denn abgelöst haben? Ach, du meinst hier im Stream? Ja, hier im Stream mag stimmen, aber Benedikt ist schon wieder auf Platz 1. Es mag hier im Stream stimmen, aber Benedikt hat trotzdem 5 Kronen. Und solange sie die 5 Kronen hat, ist sie trotzdem Top-Supporterin. Erst wenn sie jemand degradiert, indem er mehr abonniert, mehr Barren raushaut als sie, dann wird sie von 5 auf 4 Kronen reduziert und dann hat sie, ist sie auf Platz 2. Was Moment. Die Benedik ist zu geil, Superfrau. Mhm. Zack, sofort der Content von Content, ach so, nicht Content. Wie nennt man die, was, ein Mammut mit Helm auf dem Kopf? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Benedikt, streng dich mal ein bisschen an, sagt ihr Ding. Dankeschön für die 100 Barren, lieben Dank für 3x 100 Barren, was zur Hölle? Helmut. Oh Mann, das kommt ja gleich nach, der Bass ist erst gut, wenn die Katze inhaliert wird. Oh, Helmut, oh Mann. Ich gebe alles. Kannst du eigentlich Zündorfer Bier? Ist mein Lieblingsfränkisches Bier. Hat mein Vater früher viel getrunken. Mir schmeckt das ehrlich gesagt nicht, aber ich bin generell nicht so der Biertrinker. Ich trinke entweder, also wenn ich alkoholisch trinke, dann trinke ich einen Schnaps oder gemischtes Bier, also meistens dann Cola-Weizen, schwarze Maus oder sowas, oder Gas-Maus. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Oh, Alter, der tut weh. Autsch, ich spüre meine Gehirnzellen verrecken. Autsch. Eine Nuschel. Gasmaß, sehr gut, ja. Wollte gerade sagen, Rainer gibt sich unter den Wodka mit nichts zufrieden. Nee, ich mag keinen Wodka tatsächlich. Zerfix ist das geil. Meinst du das mit der Nuschel? Autsch. Was sagst du von Unges Auswanderungsplänen? Der will auswandern, kein Plan. Will ja nach Portugal auswandern, weiß ich nichts davon. Aber ihr vergesst immer noch, dass ich seit ein paar Tagen kein Internet habe, Leute, außer auf dem Handy und auf meiner Wii U. Und auf der Wii U schaue ich in erster Linie Netflix, zum Glück geht es, Netflix und Amazon, wenn ich was mache. Ja, nach Japan. Was jetzt nach Japan? Jetzt seid ihr jetzt mal fertig langsam, wohin man will. Eine Gasmaß heißt bei uns, glaube ich, Gas. Okay. Aguasmos. Eigentlich heißt es ja Geismaß, soweit ich weiß. Geis nach einer Ziege. Portugal. Ja, nach Japan. Hautgen wollte der nicht nach Japan. In Bayern. Was fliegt nachts durch den Wald und winkt? Ein Huhu. Den kannte ich schon. Da gibt es ein T-Shirt bei EMP. Wenn der Hugo grüßt oder so.
Oder was macht der Uhu, wenn er grüßt? Nee, was ist der Unterschied zwischen Uhu und Uhu? Irgendwie sowas. Da gab es mal ein Shirt. Arnold Schwarzenegger war gestern in der Steiermark. Findest du das gut? Ich habe keine Ahnung. Weißt, was eine Marsgülle ist? Nein, kenne ich nicht. Hört sich aber widerlich an, weil ich weiß, was Gülle ist. Japan hat sich erledigt wegen der Erdbebengefahr. Der verarscht euch doch bloß, Leute. Kannst du Vulgarit? Was? Hä? Leute, ich werde langsam aber sicher den Stream dann beenden müssen, weil ich die Befürchtung habe, dass mein Akku bald ausgeht. Also ich werde bald keinen Akku mehr haben und ich bin auf dem Handy angewiesen, dass ich einen Akku habe. Kannst du Vulgarit? Kann ich nicht. Nein. Ist aber gut, dass der Rechner soweit fertig ist. Doch, ich muss nicht mehr bleiben. Aber du kommst heute mal nochmal, oder? Nee. Ich kann nie sagen, wann und ob ich streame, aber ich kann so viel sagen, dass ich im Moment nicht nochmal streame, weil ich mit dem Handy kein zweimal streame am Tag. Das packt Dago nicht. Rainer, was für eine CPU holst du dir? Habe ich vorhin schon tausendmal gesagt, ich kann es euch nicht sagen, weil es auf dem Handy gespeichert ist, der Name und auch das Gerät, also die Art der CPU, und ich kann die nicht auswendig, habe ich nicht im Kopf. Bei uns ist Salzburg, ist bald Kristallnacht, gibt es sowas bei euch auch? Ich kenne nur die blaue Nacht in Nürnberg, wenn du sowas meinst. Das ist so eine Nacht, wo alle Lichter blau sind. Also wo die Lampen in einem bestimmten Gebiet in Nürnberg blau sind, wo lauter Bars sind und so weiter. Muss man, glaube ich, einmalig Eintritt zahlen, irgendwie 20 Euro oder so, und dann kann man in alle Bars saufen gehen. Irgendwie sowas war das. Nicht nur die Lampen sind da blau. Ja, die Leute sind auch blau. Ich war da aber nur einmal und es ist schon 7, 9, das dürfte schon 9 oder 10 Jahre her sein. Ja, bei der Kristallnacht leuchtet auch alles, okay? Ach, Mann. Ah, ne, rauche ich noch und dann beende ich den Stream. Muss ich meine kippen. Schau, Rainer, genießen wir das Wetter. Deswegen sitze ich hier außen. Keine Wolke am Himmel, alles schön. Geile Haare. Ja, die Frisur schaut scheiße aus. Aber es ist besser, als wenn mir die Haare in die Augen fallen. Ich habe auch voll die Geheimratsecken. Das ist voll schlimm, ey. Wobei, jetzt sieht man es nicht, weil hier alles abrasiert ist. Das ist ganz von Vorteil, aber ich habe hier auch voll die fetten Heimratsecken. Oha, Blupsi, das ist sozial. Was asozial? Was ist asozial? Gib mir mal den Tipp als Single. Ich bin kein Single. Bist du krank wegen dem Husten? Nö, überhaupt nicht. Ja, ich wundert, was das gerade war. Das war ein Vogelschwamm. Als ich klein war, war das so brutal. Da war es den ganzen Abend, hat sich das so angehört. Mach mal Ringe. Es geht bei dem Wind nicht so gut.
kann sehr gut ringen. Ja, aber bei dem Wetter geht es auch bei mir nicht so. Wenn es ein bisschen windig ist, ist es vorbei mit den Ringen. Ich habe mir einen richtig schönen Ring hingekriegt. Ihr kennt auch bestimmt die Szene mit Gandalf und Bilbo, wo sie auf der Veranda von Bilbo sitzen und Bilbo dann einen Ring bläst. Und das habe ich auch hingekriegt. Das ist so ein ganz kleiner Ring, weil der immer größer wurde, bevor er sich aufgelöst hat. Der war am Ende wirklich so groß. Das ist voll heftig gewesen. Und auch schön nach vorne geglitten. Das war richtig cool. Wann hast du denn wieder Internet? Ich habe die ganze Zeit Internet. Oder was glaubst du, wie ich hier streame? Mit Hoffnungen und Träumen? Kristallnacht ist Nazi-Scheiße? Was? Müssen wir schon wieder jemanden rausbumsen, Alter? Hammer, Dankeschön für 1000 Barren. Vielen, vielen lieben Dank. Tut mir leid, dass du vorhin rausgeflogen bist, aber mein Handy hat mal wieder ein bisschen rumgespackt. Wir hatten das mit der Kristallnacht vorhin gesagt. Jetzt glaube ich, erinnere ich mich, hast du recht, das war irgendwann mal im Schulunterricht. Hat sich erledigt, ist rausgeflogen. Scheiß Nazi-Dreckswichser da immer, ey. Ich glaube, da war, glaube ich, irgendwas aus dem Geschichtsunterricht. Jetzt wurde das gerade erzählt. Aber jetzt wisst ihr, wie lange Geschichtsunterricht bei mir ist, Alter. Dankeschön, Hammer. Alter, haut er hier voll raus. Und er hat Benedikt auf den zweiten Platz geschubst. Richtig krass, also Geschichtsunterricht. Ich bin ja jetzt 2006 ausgeschult worden, das heißt 16 war ich 10 Jahre draußen. 17, 18, ja, ich bin jetzt 12 Jahre aus der Schule. Alter, wie die Zeit vergeht, ey. Hätte ich ein Kind gezeugt, als ich aus der Schule gekommen bin, wäre das schon 12 Jahre alt, Alter. Rauch im Auge, Rauch im Auge. Ich hasse Rauch im Auge. Ehrliche Frage, sind die Haterbesuche, habe ich dir schon gesagt, dass ich auf so eine Scheiße nicht reagiere und dass ich das nicht möchte, Flo. Habe ich gerade vor 2 Sekunden erst gesagt. Ich verstehe, warum ich mich 1000 Mal wiederholen muss. Oder willst du auch gehen? Dann kannst du die Frage gerne nochmal stellen. Es gibt Sachen aus. Es gibt Sachen aus unseren Geschichten, die weiß man. Das hat nichts mit der Schulaustritt zu tun, ehrlich. Tut mir leid, dass ich mich auf so eine Scheiße nicht einlasse. Mir persönlich, ich persönlich reagiere da nicht drauf, weil ich mich mit dem scheiß Hater-Zeug nicht, mit dem scheiß Nazi-Zeug nicht beschäftige und auch mich da mir sowas nicht merken kann. Weil ich bin ein ADSler und Legastheniker und mit ADS vor allem ist es darauf bezogen, weil ich mich nur an das Zeug erinnere oder weil ich nur das Zeug im Kopf behalte, was mich interessiert. Und diese Scheiße mit Nazis interessiert mich einfach nicht. Und deswegen behalte ich das auch nicht im Kopf. Folglich
Tu mir bitte den Gefallen und tu nicht so alt daherreden, weil ich habe mir das nicht gemerkt, weil es mich Punkt einfach nicht interessiert. So. Kannst du ja mal mit ADS rumrennen, dann schauen wir mal, an wie viel Zeug du dich erinnerst, was dich nicht interessiert. Ich habe den rausgeschmissen, nachdem er die Scheiße gemacht hat und ich jetzt mitgekriegt habe, was das bedeutet hat. Wann ich wieder am PC streamen kann, sobald ich meinen PC fertig habe. Weiß ich noch nicht. So, Leute. Doch einfach 9. Was? Das wird noch diesen Monat sein. Für den Rechner fehlt mir im Moment noch das Mainboard, die CPU und der Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher habe ich heute bestellt, das soll morgen kommen. CPU und Mainboard sollten eigentlich schon seit Samstag da sein, sollten eigentlich heute kommen. Heute hat der blöde Fahrer das nicht mit eingepackt. Was bedeutet, dass ich es jetzt morgen hoffentlich eingepackt bekomme, dass es bei mir vorbeikommt. Folglich, wenn alles gut geht, habe ich ihn morgen. Ich habe einen Holzofen und einen Ölofen, ja. So, Leute. Servus Drache, geile Frisur. Dankeschön. Sieht aus wie eine Palme. Owei oder sowas in die Richtung. Also, Leute, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Gaming, jetzt haut nochmal 1000 raus. Das ist ja Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Und was für Öl? Wie, was für Öl? Hä? Ach, Ölofen halt. So Leute, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Wann ich das nächste Mal stream, weiß ich nicht. Es kann jetzt sein, dass noch mal ein paar Tage ausfallen die Woche noch, bis ich halt meinen Rechner fertig habe. Oder bis ich halt zwischen. Wahnsinniger, warum? Du Wahnsinniger! Jetzt haut ihr auch noch mal 1000 raus, dieser Verrückte. Dankeschön. Also. Ich weiß nicht genau, wann ich das nächste Mal streame. Vielleicht nochmal mit dem Handy, vielleicht auch erst mit dem Rechner dann wieder. Das weiß ich noch nicht. Das schaue ich dann noch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Bis dahin. Euer Drache. Und haut rein. Ciao, Leute. Und danke für eure ganze Unterstützung, Leute. Seid die Besten.